Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute auf Wunsch einen Kaktus mit Blume. Vielen lieben Dank für diese schöne Idee. Einen Kaktus habe ich bereits gezeichnet. Ich werde ihn euch hier irgendwo oben verlinken. Allerdings war mein Kaktus, soweit ich weiß, mit Aquarell. Und ein bisschen anders, also ein bisschen einfacher gemacht und auch ohne Blume. Aber dieser hier soll jetzt so sein wie gewünscht, also wirklich so ein Kaktus mit Blume. Und ich fange mit der Blüte an, die wir hier jetzt sehen. Die ist in diesem Fall rosa. Also wir müssen zuerst die Blätter machen, die es hier gibt. Und die ist so ganz leicht, die kommt ja von hier. Und den Kaktus mache ich gleich. Aber zuerst die Blüte, weil die möchte ich praktisch vor dem Kaktus. Also ich habe mir hier ein super süßes Foto ausgesucht von einem Kaktus, der meiner Meinung nach nicht zu kompliziert ist. Es gibt ja welche, die haben wahnsinnig viele ja, Dornen. Und das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, dass wir hier so viele Dornen zeichnen. Das muss ja auch von der Zeit hier ein bisschen passen. Und diese hier ist so mit größeren Knubbel, also sehr süß. Und die Dornen sind nicht so viel. Also hier zum Beispiel ist ein Knubbel. Ich zeige euch gleich, da machen wir so etwas wie ein Stern mit diesem hellgrün. Dieses hellgrün ist übrigens eine Nummer 166, wenn ihr das seht. Und das sind praktisch die Dornen. So, hier hinten haben wir nochmal solche Dornen. Die gehen hier so ein bisschen drunter. Also sie sind wie so Sterne. Und natürlich machen wir eine Illustration. Also wir versuchen das jetzt nicht zu fotorealistisch zu machen, aber schon relativ. Also überall, wo diese Dornen sind, machen wir solche Sterne. Fast schon wie so Seesterne. Also diese stacheligen. Und ich mache es am besten, wie gesagt, mit diesem hellgrün, weil dieser Kaktus später dunkelgrün wird. Diese Sterne sind praktisch die Spitze von diesem Kaktusknubbel. Das Wort gefällt mir jetzt, das benutze ich. Hier hinten auch. Und die Blüte kommt hier irgendwo raus. Das sehe ich jetzt nicht so genau, weil eben diese Dornen davor sind. Aber auf jeden Fall haben wir hier diese Knubbel. Mal gucken, wie das Ganze wird. Hier haben wir auch Dornen. Und hier unten auch nochmal so richtige Dornen. Die gehen auch raus. Also die müsst ihr nicht hier begrenzen, wo euer Kaktus ist, sondern die dürfen ruhig auch mal rausgehen. Und hier hinten auch. Genau, und diese Knubbel sind natürlich angeordnet in einem ja relativ so netzartigem Gebilde. Also die sind überall so, die wachsen da so raus. Hier auch und hier ist auch so ein Knubbel. Und hier auch. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr einen relativ hellen grünen Stift habt. Vielleicht ist sogar, also hier ist zum Beispiel auch so ein Knubbel mit so einer Kaktuspflanze. Vielleicht ist es sogar gar nicht schlecht, wenn ihr es mit Gelb macht, wer es sehen kann. Aber ich muss das hier so möglichst ja, hell machen, damit es möglichst dunkel machen, damit ihr es seht, aber möglichst hell, damit ich ja einigermaßen
das sichtbar machen kann und also für euch möglichst dunkel, für mich möglichst hell, also so rum. Das ist hier die Mitte von der Blüte, das bleibt gelb. Und jetzt schauen wir, dass wir die Blüte relativ rosa machen. Ich habe jetzt hier diesen rosa Stift, das ist 130. Ihr dürft aber auch irgendwas mit Pink nehmen. Ich würde gerne ein Pink nehmen, aber ich habe kein Polychromos Pink, deshalb nehme ich jetzt ein Staedtler. Das ist die Nummer 15720. Bitte nehmt, wenn ihr Polychromos Pink habt, nehmt bitte so ein Polychromos Pink für die Mitte der Blüten. Ist viel schöner, als wenn man jetzt nur mit diesem Rosanen malt. Man sollte mehrere haben. Und hier drunter haben wir den Schatten. Und hier gehe ich natürlich in der Mitte mit der Form der Blüte das Ganze. Das kennt ihr ja bereits von den letzten Blumen, die wir gemalt haben, zum Beispiel von der Magnolie, die kann ich euch auch hier oben auch mal verlinken. Aber das wisst ihr ja auf meinem Kanal, seht ihr viele Sachen. Und hier müssen wir um das Gelb herum ordentlich aussparen. Das ist wichtig. Nicht reinmalen, sondern aussparen. Deswegen ist es schön, wenn man vorher eine gute Vorzeichnung hatte, damit man weiß, wo man aussparen soll. Hier auch in der Mitte. Ich mache es, wie gesagt, nicht fotorealistisch, sondern es ist einfach eine Illustration. Und zwar auch nicht botanisch, sondern wirklich so einfach zum Spaß. Ich zeichne vor allem zum Spaß jetzt. Und hier ist es natürlich nicht so realistisch wie sonst. Also hier haben wir viel mehr von diesen gelben, wie heißen die, Blüten. Staubfühler. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also ich komme auf das Wort nicht drauf. Muss ich mal googeln, damit ich nicht so unwissend hier bleibe. Und es ist wichtig, dass ihr die Blüte, also wenn ihr so die Form macht, dass ihr die Blüte zuerst macht, weil sie ist ja auf der linken Seite, und wenn man mit rechts zeichnet, würde man sie später verschmieren, wenn man den Kaktus macht, und der wird ja sowieso dunkler. Und dann schmiert man zu viel, also wenn die Hand drauf liegt. Deswegen ist es besser, wenn ihr da sowieso auch mit der Blüte anfängt, außer ihr seid Linkshänder. Bei Linkshändern weiß ich, die sind was Besonderes. Ich habe leider auch keine Erfahrung mit Linkshändlern. Wir haben jetzt in der Familie ein kleines Mädchen, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie das sich entwickelt. Also direkt weiß ich es nicht. Von daher, je nachdem, wie es für euch bequem ist, könnt ihr es auch spiegelverkehrt machen. Aber das gilt grundsätzlich für alle. Spiegelverkehrt zeichnen ist natürlich schwieriger, ist mir klar. Können die wenigsten, ich kann es auch schwer, ich könnte es, aber es ist schwieriger. So, und jetzt gehen wir mit dem rosafarbenen Stift rein und malen praktisch diese Blüte hier die restlichen Blätter, den Platz hier, malen wir so aus. Ein bisschen heller. Behalten aber hier die Outline. Und hier auch so eingebogen. Ihr könnt natürlich gerne auch weiß lassen, wenn ihr wollt. Also vielleicht gibt es sogar einen noch helleren Polychromos Stift als diesen. Aber ich mache das jetzt, weil ich später muss ich das einscannen bzw. abfotografieren für die Thumbnail. Und es ist immer gut, wenn ich das, wenn ich eine gute Outline habe. Man das gut sieht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt so eine Kaktusblüte.
Also ab und zu bekomme ich Kommentare, dass man nicht sieht, weil man meine Hand vor die Kamera sieht. Und deswegen versuche ich das jetzt möglichst so zu machen, dass meine Hand euch nicht stört. Aber natürlich muss die Hand das ja auch zeichnen, von daher geht auch nicht immer alles so. Hier mache ich es noch ein Tick dunkler. Es gefällt mir einfach besser, wenn das so ein bisschen dunkler ist hier in der Mitte, damit man sieht, wo die Blüte hier rauskommt. Und das wird hier relativ gelb, so hell dunkel. Das könnt ihr so ganz fein ausmalen. Ich nehme jetzt nur diesen einen Stift, das ist Dark, glaube ich, gelb. Also 109. Könnt ihr auch ein anderes Gelb nehmen, wenn euch was, also so richtigeres, gelblicheres Gelb, wenn es euch besser gefällt. So, und jetzt versuchen wir, diesen Kaktus, also mit diesem Knubbel, auch ordentlich auszumalen. Das wird ein bisschen schwieriger, denn wir haben ja hier diese ganzen Dornen. Ich habe dieses Grün, das ist die Nummer 158, jetzt ausgesucht für diese Sache. Aber ich möchte natürlich auch mit reinmischen, und zwar dieses Grün, das ist 168, aber mit einem Verlängerungsstift, weil es mir schon zu kurz ist, und hier drunter ausmalen, beziehungsweise hier auch. Und die Dornen müssen natürlich viel dünner werden, das heißt, ja, das ist ganz schön viel Arbeit. Also man muss hier dieses gesamte Ding hier schön trennen und ausmalen, damit man die Dornen sieht. Mal schnell spitzen und dann geht's weiter. Es würde mich echt interessieren, wie ihr das macht. Also wer mir auf Instagram folgt, darf mich gerne markieren, falls jemand so einen Kaktus gezeichnet hat oder einen anderen, wie ihr das macht, was ihr euch für Kakteen ausgesucht habt. Würde mich echt interessieren. Also ihr seht hier, man kommt total durcheinander mit dem Ganzen. Man muss das wirklich sehr konzentriert machen. Und dazwischen mit dem hellen Grün reingehen. Aber letztendlich sieht man diese Dornen. Die sind ja wichtig, damit man so diesen Kaktus auch als Kaktus erkennen kann. Das ist ein anderes Grün jetzt. Das will ich auch mit reinmischen. Das ist frischer. Das ist die Nummer 166. Damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Also nur mit einer Farbe zeichnen ist immer schwierig. Man sollte schon mehrere benutzen. Auch wenn so ein Kaktus grün ist, er hat ja hellere und dunklere. Also hier muss man da auch reingehen. Also hellere, dunklere Farben, Schatten. Und das macht die Zeichnung auch lebendig. Genau, also das ist dieser Knubbel jetzt. Das ist ganz schöne Sisyphusarbeit. Also es ist schon... Ich habe mir sowieso einen einfacheren ausgesucht. Jetzt stellt euch vor, ihr macht so einen richtig... Es gibt ja diese ganz stacheligen, komplizierten, wo die Dornen übereinander liegen und auch viel kleiner sind. Also das ist eine Arbeit für wirklich für Tage. Ich versuche das hier in einem... hier ist es so, dass wir... So in der Mitte so eine ganz weiche Stelle haben, wo diese Dornen auch da rauskommen. Die ist relativ hell und die Spitze von diesen Dornen ist so hell bis dunkelbraun. Ganz witzig. So schaut das aus. Also die sind wirklich spitz.
Vielleicht solltet ihr das euch auch zuerst machen, damit man sich auch besser auskennt, also wo genau diese Dornen sind, damit man auch besser ausmalen kann. Und auch die Mitte, also in diesem so ganz leichten kreisförmigen, das ist das gleiche Gelb wie vorher, so ein Dunkelgelb. Ich finde mein anderes Gelb einfach nicht. Und hier auch, also so ein Knubbel dann ausmalen. Mit Verlauf. Und dann gehen wir auch wieder rein mit dem Grün. Genau. Und mit dem Schatten ein bisschen. Und hier müssen wir diesen Dornen auch, diese Spitze, auch gut betonen. Die hat auch zum Schluss so eine braune Stelle. Genau, also bei diesen hier ist es ganz gut, die sind außerhalb vom Kaktus, ist es ganz gut, wenn die Spitze braun ist. Weil dann sieht man, wo das Ganze endet. Sonst hätten wir ein Problem mit der Schattierung. Muss natürlich jetzt sehr fein gemacht werden. Aber es wirkt. Oder? Also es sieht nach Kaktus aus ein bisschen. Genau. Ihr seht es auch alles. Also ich hoffe sehr, dass wir unter 20 Minuten bleiben, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen, weil ich festgestellt habe, dass meine Kamera das nicht immer verkraftet, wenn ich zu lange filme und sie dann automatisch den Film kürzt, habe ich auch schon festgestellt. Also sie kürzt das Ende praktisch und das hat mich schon geärgert, weil ich ein Video vorbereitet hatte und konnte es dann nicht mehr posten, weil es zu lang war und die Kamera das Ende nicht mehr draufgepackt hat. Also habe ich vor mich hingemalt, aber sie hat nicht mehr gefilmt. Also das war echt ärgerlich. Und dann war es das. Und dann ist die ganze Motivation dahin. Da hat man überhaupt keinen Bock mehr zu zeichnen und die Kamera nimmt es nicht auf. Und das will ich vermeiden, weil ich dann mehrere Tage meistens wieder mir denke, war wohl nichts. Lass ich mal sein. Also das ist, manchmal habe ich das. Aber momentan freue ich mich sehr auf YouTube. Ich merke, wie viele Leute gucken. Ich danke euch allen sehr, sehr lieb für all die neuen Abonnenten. Also wir haben wirklich Rekorde gemacht in letzter Zeit. Ich bin noch nie zu diesem Zeitpunkt so abonniert worden. Also wir haben bessere Zuschauerzahlen als Weihnachten. Das freut mich sehr, sogar in diesen Zeiten, wo es für uns alle total schwierig ist, gibt es trotzdem irgendwie ja, so Lichtblicke, wo es etwas gibt, worüber man sich freuen kann. Und in dem Fall ist es bei mir YouTube. Also YouTube erfreut mich. Sonst, ja, schwierig. Also hier haben wir so ein bisschen das durcheinander, aber das können wir noch ein bisschen später eventuell ausbessern, ausbaden. Aber es muss jetzt einfach mal gemacht werden, diese ganzen Dornen. Also ihr seht hier langsam, wie ich das mit diesem Kaktus aber gemeint habe. Also vom Prinzip her, was das für eine Art ist. Also wirklich diese Knubbel und in der Mitte haben wir diese ganz einfachen Dornennester oder Dornenblüten oder Dornenzentren. Bin jetzt kein Botaniker. Falls ein Botaniker zuschaut, also jemand, der sich, oder Gärtner, der sich wirklich damit auskennt, bitte gerne schreiben, wie die Teile heißen, also die Kaktusteile, die richtigen, wie die Blüte, ihre Blätter, gut, das weiß ich noch, aber also diese zentralen Sachen, wie die heißen
oder die, wie die Knubbel und Dornen und so weiter alle. Das hier, das kapiere ich nicht, wie ich das gezeichnet habe vorher. Da muss ich jetzt meine eigene Zeichnung ein bisschen ordnen. Ich glaube, das geht nach hier und da müsste das nach hier gehen. Also das ist hier ein bisschen gemogelt auf dieser Seite. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem einigermaßen erkennen. Also hier müsste einfach so ein Dornen kommen und hier machen wir einen und den machen wir jetzt zu. Wahrscheinlich wollte ich hier noch einen, aber das habe ich jetzt ein bisschen vermasselt. Aber wir brauchen auf jeden Fall diese Spitzen. Die da reingehen, die die Dornen bilden. Und falls irgendjemand sogar erkennt, wie dieser Kaktus heißt, die haben ja auch verschiedene Namen. Vielleicht habe ich das ja sogar so gut gezeichnet, dass jemand sagt, ach, das ist die Art, die du da meintest. Das glaube ich zwar jetzt nicht, aber vielleicht. Wer weiß. Also falls jemand weiß, wie dieser Kaktus heißt, bitte gerne schreiben. Ich werde nur Kaktus mit Blüte schreiben im Titel, weil ich keine Ahnung habe. Ansonsten mag ich sehr auch die, also wenn ich eine Blume zeichne, möchte ich schon sehr zeichnen, was für eine, also schreiben, was für eine Blume das genau ist, die ich versucht habe zu zeichnen. Aber in diesem Fall weiß ich es nicht. Genau. Hier haben wir auch ein bisschen ein Durcheinander produziert. Und hier haben wir noch ein Loch, das ausgefüllt werden muss. Also das ist schon eine sehr sisyphusige Arbeit. Also hier zwischen reinzugehen, genau zu gucken, welcher Dornen wohin geht und ihn auch nicht zu verlieren, sondern auch wirklich, also auszusparen, also nicht ausmalen, sondern aussparen, das ist die größte Schwierigkeit, finde ich, beim Kaktus. Weil die Dornen selbst, die sind ja nicht dunkler, die sind heller, was ja auch wunderschön ist, aber zum Zeichnen mit Polychromos ist das die größte Schwierigkeit. Das würde ja besser gehen, das habe ich ja auch im Video gezeigt, mit weißer Farbe zum Beispiel. Da könnt ihr das im Nachhinein machen. Also wenn ihr wirklich das schön ausgemalt habt, in Grün könnt ihr mit weißer Farbe reingehen. Wer das machen will, also wer jetzt das Video gesehen hat, ohne zu zeichnen und sich überlegt, wie mache ich das besser, kann das natürlich gerne auch mit Farbe machen, also nicht mit Polychromos. Aber ich habe das jetzt so gemacht und ja, also das ist mein Ergebnis, meine Lieben. Natürlich kann man jetzt beliebig viel ausarbeiten. Also die ganzen Dornen nochmal so richtig schön nacheinander ergänzen. Und vielleicht mache ich das auch jetzt, damit ihr das zum Schluss sehen könnt. Aber ich werde das Video jetzt hier beenden, weil ich Angst habe, dass es mich sowieso abschneidet und es nicht mehr ganz aufnehmen will. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ich euch motivieren konnte. Das ist eigentlich mein Anliegen, zu zeichnen. In diesen schönen Zeiten, dass ich euch irgendwie was Positives hier vermitteln konnte und dass ihr lernen konntet. Und wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bald wieder. Also ich zeichne momentan mehr für YouTube. Es macht mir auch irgendwie mehr Spaß, für YouTube zu zeichnen, weil ja auch viel geguckt wird. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Gesundheit, viel Durchhaltevermögen. Ich bin ein Optimist, ich glaube und hoffe, dass wir alle irgendwann über diese ganze Situation vielleicht lachen würden. Aber also zumindest hoffe ich es. Aber momentan sieht es so aus. Alles Liebe und bis demnächst. Das ist mein Kaktus. Tschüss.